wenn ich dürfte, würde ich jetzt hier gerne ein Upgrade reinbringen. Dürfen wir aber noch nicht, sonst fehlt noch ein bisschen Geld. Ich warte das Ding mal so ab. Und haben gerade scheinbar einen 70er Crit gemacht, der natürlich einfach so mal das Fahrzeug zerstört. Das für uns vorteilhaft ist, für die Gegner natürlich nicht. Und hopp! Oh ne. Sobald dieser hier nachladen muss, haben wir praktisch verloren. Das heißt, wir müssen uns da irgendwas überlegen. Entweder wir achten speziell auf den hier, nur damit der möglichst nicht lange nachladen muss. Oder wir achten drauf, dass wir ihn zum Beispiel das Seite austauschen, sobald er nachladen muss. Dass dann eine Seite nur zwei Geschütze hat und die andere eben drei. Also temporär. Denn die Segen werden wir nach wie vor voll bauen. Die brauchen wir, wie schon gesagt, wegen der Quantität statt Qualität. Und die lassen natürlich den ersten durch und den zweiten auch noch. Jetzt können wir das eigentlich schon wieder vergessen. Wie gesagt, unnütze Segen. Sehr unnütze. Gut. Wie lösen wir das Problem? Gar nicht, wir sterben. Und würde ich sagen, machen wir das den letzten Versuch und nach diesem, wie gesagt, letzten Versuch gehen wir zurück auf die Normal-Level. Und so schwer wären die Stages ja gar nicht. Übrigens werde ich danach dann nochmal aufnehmen. Aber was anderes. Und vielleicht auch noch was Drittes. Das weiß ich noch nicht. Aber ich kann nicht garantieren, dass es sofort online kommt. So, mich stört schon rein der Fakt, dass wir hier wieder die Gegner schießen haben lassen. Aber es ist diesmal wenigstens nichts durchgekommen. Also überhaupt nicht. Von diesen Bomben wegen. Deshalb ich jetzt hier gerne das erste Upgrade durchführen würde. So, dann laden wir dich währenddessen mal nach. Weil hier ja währenddessen nichts kommt. Upgrade. Hallo? Wir nachladen. Um genau diese Problemstellung von vorher zu vermeiden. So, und wir nachladen. Und so haben wir immer genug Munition parat, zumindest hier. So, einmal, zweimal. Hopp. Und nochmal. So auf. So, jetzt geh bitte kurz nachladen. Ich schicke mir gleich die hier. Wenn wir können. Was natürlich nicht garantiert ist. So, jetzt müssen wir aber. Vielleicht auch nicht upgraden. Und wir haben es geschafft. Ja, mit richtiger Strategie geht alles. Okay, zurück zu den normalen. Wie viel haben wir denn hier? 15 Level. Gut, kann ich nicht garantieren, dass wir die alle machen jetzt in diesem Uhr, aber zumindest bis 10 möchte ich schon vorstoßen. Wir machen unten natürlich wieder 2 MGs, gefolgt von 2 Lightnings, aber ich denke, dann kommen auch die schweren Projektile mal zum Einsatz. Denn wir werden sicher mit Tanks rechnen müssen. Also mit großen Tanks. 1, 2. Und dann setzen wir oben nochmal eine Lightning. So, okay.
soweit alles sichergestellt. Außer wir setzen Segen, aber wie gesagt, Segen mag ich nicht recht. Das sind meine Lightnings mit Multi-Hit lieber, deutlich lieber. Denn so ein Kettenblitz, der kann schon einiges anrichten. Hat man ja schon in Warcraft gesehen, also in Warcraft 3 speziell, als man in der Ork-Kampagne Thrall spielen konnte, den Wolfsreiter Hauptmann. Ach, ich probiere jetzt mal was aus. Bin ich gespannt, ob wir das so hinbekommen. Ich befürchte zwar fast nicht, aber es wäre zumindest ein interessanter Test, wenn wir so richtige MGs haben, also so richtige Artillerie haben, die so fett Schaden drückt, dass wir einfach keine Probleme mehr haben, dann hätte sich das auch geregelt. So, dann nehmen wir mal ganz kurz den Steam Strike und fahren hier auf beider Seiten ordentlich durch. Wow. Gut, ein bisschen gewastet, aber hätte schlimmer sein können. Jetzt nehmen wir vielleicht diese hier nach. Und dann möglich dann auch gleich die hier. Moment, ist die schon Stufe 3? Das gibt's nicht. So. Vielleicht jetzt besser. Ja, müsste doch nicht besser funktionieren. Vor allem was den Splash Damage angeht. So, dann bitte wieder du hier. Und dann gehen wir da einfach, wie gesagt, systematisch nach oben, wobei ich jetzt den hier ausgelassen habe. Weil wir die schweren Geschütze brauchten. Zumindest meiner Ansicht nach. So. Julia bitte. Danke. Und so wäre dann soweit, denke ich, alles abgedeckt. Ja, das kann ich schon sehen lassen. Nehmen wir hier auch nochmal. 1, 2, hopp. Und es dürften die Tanks eigentlich gar nicht mehr dagegen ankommen, weil sie schon, ja, mit 2 Treffer halbes Leben verlieren. Du auch bitte. Upgrade 3.1 mit der verbesserten Feuerrate. Einfach damit wir sicher gehen können, dass alles funktioniert. Und was ist? Nee, zum Glück noch nicht. Walker. Walking Unit, Big Radius of Fire, but Low Speed. Vulnerable Source and Artillery. Okay, Artillery haben wir ja gut ausgebaut. Das heißt, ich mache mir diesbezüglich soweit keine Sorgen. Und das Ding ist sowas von Star Wars abgeguckt. Aber sowas von. No bitch, no you. Zwei Sterne, das gefällt mir nicht. Gut, aber wir haben trotzdem unsere 4 beisammen. Das heißt, wir haben den Tower mal komplett fertig. Weshalb, wenn wir bei diesem Challenge Level Nope. Maximal Cannons 0? I am limited, okay. Okay, unlimited I. Gut. Jederzeit. Hallo? Ja, das sind auch so kleine lustige Zwischenlevel, die man jetzt so eigentlich nicht erwartet hätte.
aber die eben auch ganz schön sind. Weil mir das Auge ein bisschen mehr Radius haben könnte. Gut, ist ein bisschen ungewohnt jetzt von Tower Defense auf das umzuspringen, aber es geht auch. So. Genau, sie sind nämlich einfach so hier. Hallo? Hopp, 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 hopp. Wupp. So, du auch hier. Frage ich natürlich jetzt, wie viele Gegner insgesamt kommen, aber ich denke, zu viele dürften es ja nicht sein. So, hier ein bisschen aufräumen. Da auch. Okay, nee, ehrlich gesagt traue ich mir das gerade nicht zu, weil ich zu sehr auf Eyes on. Okay, ist okay. Zu sehr eingestellt darauf, dass das ein Tower Defense ist. Wie gesagt, sorry, aber werden wir noch früh genug nachholen. So, Attack Speeds, viel Attack Speed, dafür wenig Geld am Anfang. Was sich aber mit dieser Artillerie ganz gut ausgleichen lässt. Außer natürlich gegen die Flieger. So. Ein bisschen Lightning hier, ein bisschen Lightning da. Sieht die Welt doch gleich besser aus. Okay, wir brauchen am Anfang dringend Lightning. Hauptsächlich wegen der Flieger, okay. Denn die Bodentruppen werden ja von diesen Zweiergeschützen praktisch platt gemacht. Nur die Flieger nicht. Und genau das müssen wir ändern. So, nochmal. Nochmal. Das wäre nämlich noch einer. Dann dürfen wir jetzt absolut keinen Schaden mehr bekommen. Also der letzte Treffer zählt. Genau deshalb machen wir die möglichst effizient. Laden. Werden von den Helis überrascht. Okay. Dann möchte ich bitte Nummer 1, die hier ganz unten haben. So, als nächstes die hier ganz oben auf der rechten Seite. Einfach damit wir entsprechend der Flieger gegenwirken können. Und je weiter die oben platziert sind, desto eher wirken die gegen Flieger, beziehungsweise je weiter unten die Bezüge sind, desto eher wirken die gegen Bodentruppen. Außer natürlich die, die nur Bodentruppen angreifen können. Das ist natürlich logisch. Nee, das war nichts. Dann gehen wir erstmal auf die hier. Die setzen wir trotzdem eins tiefer. Damit wir hier schnell die Machine Guns haben.
Beziehungsweise eine Machine Gun, jetzt machen wir doch eine Lightning. Weil der Rest doch alles Krieger sind, beziehungsweise. Ne, das müssen wir mit einer Lightning machen, von Anfang an. Jetzt haben wir gegen diese Kriegerstaffel keine Chance. Und ein Treffer noch, dann sind wir weg. Gut. Von Anfang an wichtig, wichtig, die Dinger, sagen wir mal, zweite Stock extra. Und machen wir das tatsächlich so. So. Die Frage ist natürlich auch, ob sich da irgendwas ändert in Bezug auf Angriffsgeschwindigkeit, wenn man die auf unterschiedliche Etagen setzt. Vor allem bei der Artillerie, ob die Kugeln bzw. die Ladungen tatsächlich schneller am Boden ankommen oder ob das nur scheinbar so ist. Aber kann ich ja leider nicht garantieren, dass es der Fall ist. Nein, das war zu lös. Okay, dann müssen wir jetzt runter. Stört uns sonst vor allem. Bezüglich Flugabwehr. So. Ist nur schade, dass wir jetzt die normalen nicht nehmen können, denn wir haben die ja jetzt voll abgegradet. Und die müssen auch einiges reißen, aber eben nicht gegen diese Flieger. Was das nicht funktioniert, dann würde ich mal auf Segen umsteigen, aber ich denke, die machen sich schlechter als die Lightning Guns. So, das feuert nach wie vor stupide auf diese Teile, was mich ein bisschen annervt, aber okay. Ne, nicht okay. Deutlich nicht okay. Gut, können wir mal probieren, werden wir wahrscheinlich sofort scheitern. So. Du bist runter, du bist auch runter, du bist hoch. Ja, wir werden 100% scheitern. Die Segen haben absolut keine Chance gegen diese Fliege. Da bräuchten wir die schnellstmöglichen, aber. Ne, das sind die schnellstmöglichen, die Elektrogeschütze. Das heißt, wir müssen Elektrogeschütze verwenden. Selbst wenn ich jetzt hier eine MG hinstelle, die trifft ja nicht. Können wir zwar gerne probieren. Aber wie wir vorher gesehen hatten, denke ich, funktioniert das nicht so ideal. Weil das Ding so schlecht zielen kann. Ja, macht weniger Schaden. Was ist andere? Außer natürlich gegen die langsamen Flieger, gegen die sind die Spitzenklasse. Letzter Versuch. Lightning Guns definitiv oben hin. In zweiter Reihe hätte ich kein Problem, wenn es normale Geschütze sind, aber da so viele Flieger kommen, müssen wir eigentlich auf Elektro ausweichen. Und da wir jetzt Elektro noch nicht viel abgebildet haben, wird es leider ein wenig zum Verhängnis werden. So, bitte sofort Lightning, wenn verfügbar. Hallo? Und nochmal sofort Lightning. Und nochmal sofort Lightning.
Und wir verlieren trotzdem gegen die ganze Fliege. Aber wir halten uns am längsten. Was mir zu bedenken gibt, wie wir das schaffen sollten. Es ist ja wahrscheinlich so, wir haben jetzt 1000 zusätzliche Dollar. Das heißt, es ist wahrscheinlich gedacht, dass man generell mit diesen Elektrogeschützen spielt. Da eben Startkapital normal 8000 Dollar sind. Und 8000 Dollar kosten eben genau diese Elektro-Tower. Deshalb ich mir ehrlich denke, wenn wir schon die Elektro-Tower haben, warum machen wir da nichts Ordentliches draus? Wie zum Beispiel eine gute Flugabwehr.